Trump gewinnt und Bitcoin explodiert. Was der Wahlsieg für den Kryptomarkt bedeutet und welche Kursszenarien jetzt wahrscheinlich sind. Donald Trump hat die US-Wahl für sich entschieden und der Trump-Trade, der scheint nun voll aufzugehen. Vor allem die Tatsache, dass im Repräsentantenhaus sowie im Senat vor allem die Republikaner dominieren, spricht dafür, dass wir in den USA eine Krypto-Zeitenwende erleben. Als Reaktion darauf schoss Bitcoin in die Höhe und hat sogar ein neues Allzeithoch markiert. Aber auch viele Altcoins wie Solana konnten zum Teil zweistellig zulegen. Die Gründe dafür sind vielfältig und die möchte ich euch jetzt einmal nennen. Da wäre zum einen der Punkt, dass Donald Trump kein Fan vom Vorsitzenden der US-Finanzaufsicht SEC ist. Gary Gensler nämlich gilt als sehr kryptokritisch und hat in der Vergangenheit viele Unternehmen verklagt und viele Kryptowährungen als Wertpapiere klassifiziert. Sollte nun durch Trump angestoßen eine Pro-Krypto-Führungsriege in die US-Finanzaufsicht einziehen, dann ja, ist das für den Sektor sehr, sehr gut. Zum einen werden dadurch Altcoin-ETFs wahrscheinlicher, als aber auch, dass zum Beispiel dezentrale Kryptobörsen wie Uniswap oder Aave eben nicht mehr so stark ins Fadenkreuz der US-Aufsicht genommen werden. Daran schließt sich auch die grundsätzliche Kryptoregulierung der USA an. Bislang gibt es die nicht. Es gibt keine klaren Regeln, sondern man versucht sie halt ja eben bei der SEC-Wertpapieraufsicht irgendwie mit abzudecken. Dass das nicht funktioniert, das ist eben bekannt. Und so gibt es die FIT21, eine neue Regulierungsinitiative, die eben jetzt auch mal klare Regeln schaffen soll, was sehr gut wäre für vor allem auch institutionelle Investoren, die diese Rechtssicherheit brauchen und bislang vor allem nur auf ETFs, den Bitcoin-ETF und den Ethereum-ETF ausweichen können. Und mit Trump wird es eben wahrscheinlicher, dass jetzt hier mit mehr Geschwindigkeit eine Regulierung auf den Weg gebracht wird, die eben auch freundlich genug für den Sektor ist, aber eben auch genug Standards bietet, damit Investoren ja ausreichend Kapital in diesen Sektor investieren. Ein großes Anliegen von Trump ist auch die Förderung des Bitcoin-Mining-Sektors. So hatte er in der Vergangenheit gesagt, dass jeder verbleibende Bitcoin in den USA geschürft werden soll. Dass das natürlich Quatsch ist bzw. nicht möglich ist, wissen wir alle. Nichtsdestotrotz ist das eine starke Signalwirkung, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Demokraten in der Vergangenheit schon versucht haben, den Mining-Sektor zu benachteiligen durch höhere Steuersätze, als aber auch ESG-Bedenken hinsichtlich der ja, angeblichen Klimaschädlichkeit. Und genau davon möchte Trump ja nichts hören, sondern er sieht eben die Bitcoin-Mining-Industrie als Schlüsselindustrie, was den Aktien von einer Marathon Digital oder Riot Platforms natürlich auch sehr, sehr gut tut. Weiteres Hopium für die Bitcoin-Befürworter kommt auch von der Trump-Aussage, dass er eine strategische Bitcoin-Reserve einführen möchte. Auch wenn er das nicht ganz alleine entscheiden kann, so ist auch das wieder ein positives Signal. Denn zum einen können konfiszierte Bitcoin, die in der staatlichen Hand sind, dann nicht mehr verkauft werden. Zumindest möchte er das, das hat er zumindest so gesagt. Und zum anderen wäre es möglich, dass sogar der Staat als Bitcoin-Investor auftritt. Was daraus wird, müssen wir sehen, aber auch hier, es ist vielversprechend. Dann wäre da noch der ganz grundsätzliche Aspekt, dass Donald Trump für Steuersenkung ist und gleichzeitig für Deregulierung. Das hat mit dem Kryptosektor zwar nicht immer etwas zu tun, allerdings profitiert auch er davon, wenn also das Investitionsklima gefördert wird, da mehr Geld reinvestiert werden kann und eben auch keine Überregulierung, ja, Hürden darstellt, die gerade im Kryptosektor natürlich oftmals gegeben sind. Bei dieser Pro-Krypto-Policy kann Trump auch auf seine Unterstützer zählen. So wissen wir, dass James David Vance, sein Vize, ein Krypto-Experte ist, auch in der Vergangenheit bereits über Kryptoregulatorik referiert hat, also den Kurs klar unterstützt, als aber auch die Nähe zu Elon Musk, ja, der Bitcoin-Unternehmer, der ja auch mit Tesla eben Bitcoin hält und selbst ein großer Dogecoin-Fan ist, der soll mehr oder weniger Mitsprachemöglichkeiten bekommen. Wie das genau ausschaut, wissen wir heute noch gar nicht. Aber auf jeden Fall ist da eine Möglichkeit gegeben, dass Elon Musk eben auch Krypto-Expertise mit reinbringt und das dann auch öffentlichkeitswirksam über X dann kommuniziert. So positiv viele Ankündigungen von Trump sind, dass er den Kryptosektor fördern möchte, besteht natürlich immer die Frage, wie ernst meint er das? Trump ist nicht dafür bekannt, dass er immer nur die Wahrheit sagt und entsprechend bestehen auch hier Zweifel, dass es wirklich zu dieser Durchsetzung kommt. Allerdings, und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, Trump ist selbst investiert. Trump hält Kryptowährungen wie Ether in Millionenhöhe. Er hat also ein intrinsisches Interesse daran, dass die Kurse
der Kryptowährung steigen. Und das macht es für mich auch durchaus glaubwürdig, dass hier in Zukunft Positives passieren wird im Kryptosektor durch die neue Regierung. Ein Faktor, der dabei unterschätzt wird, ist, glaube ich, die Wall Street oder sind generell institutionelle Investoren. Bislang gab es noch eine große Unsicherheit. Wie freundlich wird jetzt die Kryptoregulierung werden? Gerade die Demokraten waren ja oft sehr kritisch gewesen. Diese Angst, die ist nun wirklich endgültig, ja, vorbei. Es ist also gewisse Investorensicherheit jetzt gegeben in den USA, was, denke ich, auch viele Vermögensverwalter, Family Offices und auch Unternehmen dazu bewegen wird, jetzt dann eben in die Bitcoin- oder Ether-ETFs zu investieren, als aber auch eigene, ja, anderweitige Kryptoprojekte zu forcieren. Dabei dürfte der Effekt nicht nur auf die USA beschränkt bleiben. Ich glaube, dass die ganze Welt dort jetzt hinschaut und es sich auch einfach nicht mehr leisten kann, gegen Krypto zu sein. Also auch internationale Unternehmen, wir hier in Europa oder in Asien oder wo auch immer, wir alle werden jetzt, glaube ich, noch mehr uns mit dem Thema Krypto auseinandersetzen müssen. Und auch das ist definitiv positiv. Auch wissen wir natürlich gerade nicht, wie sich das Ganze von den geopolitischen Spannungen verhält. Also ob das Risiko für manche Konflikte jetzt auch vielleicht zunimmt, kann ja auch abnehmen. Aber auch das, denke ich, ist eher ein Grund, der für Bitcoin spricht. Bevor ich jetzt zum Kursausblick komme, noch der kurze Hinweis. Schaut euch gerne auch unsere Social-Media-Kanäle an. Da haben wir viele verschiedene Inhalte, dass ihr immer, ja, auf dem Laufenden bleibt, immer informiert seid. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und damit kommen wir dann auch einmal kurz zur Kurseinschätzung. Wie immer, keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung hier. Und ja, es ist, glaube ich, offensichtlich. Man hört es auch schon raus. Die Wahl von Donald Trump ist sicherlich positiv für Bitcoin. Wir haben es schon sehen können. Wir haben ein neues Allzeithoch erreicht. Und ich glaube, dass das erst der Anfang ist. Ich glaube, dass diese ganzen Maßnahmen erst noch greifen müssen, dass auch gerade bei den institutionellen Investoren erst langsam etwas in Gang gesetzt wird. Also das heißt, die Zuflüsse in die ETFs und generell in Kryptowährungen werden wir erst in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten sehen. Da wir jetzt auch keine Begrenzung mehr nach oben haben, keine Widerstandsmarken aus kurstechnischer Sicht, ist da, glaube ich, auch das sogenannte Price Discovery Territorium jetzt eben auch gegeben. Das heißt, jetzt ist alles möglich. Und ich würde es nicht ausschließen, dass wir in den nächsten Wochen oder noch dieses Jahr besser gesagt, die 80.000 oder 90.000 Marke recht schnell knacken. Das kann sein, das muss nicht sein. Wichtiger für mich aber auch nochmal an dieser Stelle ist das makroökonomische Umfeld. Also politische Entscheidungen, Events haben kurzfristig eine große Auswirkung. Mittel- bis langfristig entscheidet aber eben eher die Inflation, die Höhe der Leitzinsen, das Wachstum. Darauf müssen wir dann auch in den nächsten Wochen ein Auge werfen, denn ich gehe davon aus, dass die Geldmenge weiter erhöht wird, dass viele neue Schulden hinzukommen. Und gerade das wird, glaube ich, auch nochmal ein Trigger für Bitcoin und den Kryptomarkt generell sein. Es ist immer das gesamte Bild, kurzfristig aber auf jeden Fall ein guter, ja, Trigger für den gesamten Markt, dass jetzt noch eine neue Rallye, Jahresendrallye starten kann. Wenn ihr jetzt aber noch an konkreteren Bitcoin-Kurseinschätzungen interessiert seid, dann empfehle ich euch unseren Insider-Report. Dort haben wir nämlich Krypto-Experten aus der DACH-Region befragt, wo sie den Bitcoin-Kurs in einem Monat oder in 6 Monaten sehen. Diese Ergebnisse sind ganz spannend auf jeden Fall und natürlich auch die Aussagen der Experten, also die Begründung, warum dieser dorthin oder nicht dorthin steigen könnte. Wirft also einen Blick dort rein, kostenlos ist das Ganze auch, also es lohnt sich. Und darüber hinaus natürlich, schaut bei uns auf der Seite vorbei, damit ihr keine wichtigen News mehr verpasst.